eins der Geheimnisse der rätselhaften Religionen, im Speziellen die rätselhafte Religion der Isis, ihr erinnert euch an die Serie 13 Masonic Secrets, war die Fähigkeit, Drogen und Folter zu benutzen, um multiple Persönlichkeiten zu erzeugen. Die Gebrüder Grimm, die kabbalistischen Juden waren, sammelten all diese okkulten Geschichten. Ihre Geschichten sind voll von Zaubersprüchen, Trance-Zuständen und Drogen. Beachte das Schachbrettmuster auf dem Boden. Dornröschen wurde zum Schlafen gebracht und der Auslöser, um sie zu erwecken, ist ein Kuss auf die Lippen. Beachte das Blinzeln der Augen. Dies sind ernsthafte Hinweise dafür, dass die okkulte Welt nicht aufgehört hat, Menschen durch dissoziative Zustände und Auslöser zu programmieren, nachdem das antike ägyptische Imperium zusammenbrach. Das Wort Os wurde von seinem Erfinder als eine Abkürzung für Osiris benutzt. In den Monarchopfern wurde der goldene Penis der Osiris platziert. Anstelle von modernen Ausdrücken wie Hypnose nennen sie es einen Zauberspruch ausführen. In späteren Ritualen der Freimaurerei würde der anbetungswürdige Meister den Einzuweihenden aufladen, was gleichbedeutend mit Hypnose ist. Der Okkultist namens Baum, ein Mitglied der Theosophischen Gesellschaft, wurde durch einen Geist inspiriert, welcher ihm den magischen Schlüssel gab, das Buch Zauberer von Oz zu schreiben, welches um 1900 erschien. Das Buch ist voll von satanistischen Aktivitäten und derartigen Gedankengut. Die Handlung spielt in den späten 1940ern und ist die Basis für die auf Trauma basierende bewusstseinskontrollierende Programmierung der Illuminati-Gesellschaft. Dorothy sucht nach einem Platz ohne Probleme, welcher sich über dem Regenbogen befindet. Um dem Schmerz zu entfliehen, geht der Alter Ego über den Regenbogen. Man nennt das auch Alice im Wunderland Programmierung, als auch durch das Fernglas gehen. Über dem Regenbogen in Oz bedeutet für die Monarchsklaven, dass sie sich in einer Trance befinden und in einer bestimmten Stufe der Programmierung befinden. Der Titelsong des Films lautet Irgendwo über dem Regenbogen. Liegt ein Land, in dem die Träume, die du wagst zu träumen, Wirklichkeit werden. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why all? Solche Texte haben eine Methode, um das Gehirn hypnotisch zu verwirren. Um die über dem Regenbogen Erfahrungen, bei der es sich in aller Regel um schreckliche Misshandlungen handelt, als einen Traum erscheinen zu lassen. Folge dem gelben Steinweg. Monarchsklaven wird gesagt, der gelben Ziegelstraße zu folgen. Folge dem gelben Steinweg. Egal, was für beängstigende Dinge anstehen, die Monarchsklaven müssen der gelben Ziegelstraße folgen, die ihr Meister für sie abgesteckt hat. Folge dem gelben Steinweg! Die gelbe Ziegelstraße ist ein Fluchtpunkt, auf den der Alter Ego trainiert wurde, um seiner inneren Welt zu entkommen und den Körper einzunehmen. Die gelbe Ziegelstraße bezieht sich auch darauf, dass eine Veränderung ansteht. Die gelbe Ziegelstraßen-Programmierung wird in die Köpfe unserer Kinder durch die gelbe Ziegelstraße im Zauberer von Oz eingepflanzt. Merkt euch die Schlüsselwörter, Folge der gelben Ziegelstraße. Um jemanden zu der gelben Ziegelstraße zu bringen, müsst ihr wissen, wie der Zugangscode lautet, um sie durch das Mondfeld zu bringen. Und jetzt, meine Freundchen, von dem, was betäubt, denke ich. Was betäubend ist und anziehend fürs Auge und wohltuend im Geruch. Mohnblüten, Mohnblüten, Mohnblüten werden sie in Schlaf senken. So. Die Farbcodes sind wichtig, um den Alter Ego durch das Mohnblumenfeld zu bringen. Dieselben Blumen aus dem Film und aus dem Buch werden auch in der Programmierung benutzt. Los, schnell! Wer zuerst da ist? Die Hexe nutzt Mohnblumen, um den Löwen und Dorothy zum Schlafen zu bringen. Vorwärts, vorwärts! Schneller, schneller! Opium und Kokain werden benutzt, um Monarchsklaven zu betäuben. Vorwärts! Ah, da hinten, wundervoll!
Der alter Ego eines Sklaven fällt in eine Art Trancezustand, wenn sie das Mohnblumenfeld betreten. Heroin und Kokain werden aus Mohnblumen gemacht. Ich bin so müde. Hier, gib uns die Hand. Im Film sagt Dorothy, was ist los? Warum bin ich so müde? Sie und der Löwe werden aus unersichtlichem Grund sehr schnell müde. Monarch-Sklaven machen genau das Gleiche. Oh. Heul doch nicht! Sonst rostest du wieder ein. Hör doch mal, ein kleines Schläfchen nur. Könnte nicht schaden. Jetzt fängst du auch noch an. Nein, wir müssen jetzt erst Dorothy helfen. Ich glaube, ich bin zu schwach, aber probieren wir es doch. Los. Ja. Da schau dir den an, das ist ja furchtbar. Los, alte Blechbüchse, hilf mir doch. Oh, das ist ein Jammer. Ich habe keine Kraft. Da ist Zauberei im Spiel, sage ich dir. Das ist die böse Hexe. Was sollen wir tun? Geigenspieler ist ein wichtiges Wort, um zur gelben Ziegelstraße zu gelangen. Es bedeutet für den Programmierer so viel wie, der Programmierer ist hier, geh über den Regenbogen. Und sobald Dorothy merkt, dass ihr Programmierer da ist, wacht sie augenblicklich aus dem hypnotischen Traumzustand, der sie zum Schlafen gebracht hat, auf. Oh, vielleicht wird uns das helfen. Aber kann uns das helfen? Mit Schnee aufzuwachen bedeutet in dem Film nichts anderes als eine Anspielung auf Kokain, welches eine gewöhnliche Substanz ist, die Monarchsklaven gegeben wird, um sie abhängig zu machen. Einigen Opfern wurde erzählt, dass sie dumm und gehirnlos seien. Monarchsklaven wurden mit Feuer bedroht, wie Vogelscheuchen. Sie sehen die Menschen genauso zergliedert, wie die Vogelscheuche zergliedert wurde. Für sie ist es keine leere Drohung. Die Hauptopfer haben auch Herzen voller Schmerz wie die Vogelscheuche. Manchen von ihnen wurde das Herz herausgerissen. Was für ein Echo! Es ist eben leer. Der Klempner hat's Herz vergessen. Die programmiert wurden, zu denken, sie hätten kein Herz, wiederholen hypnotisch das, was der Dosenmann ihnen gesagt hat. Ich könnte ein Mensch sein, hätte ich nur ein Herz. When a man's an empty kettle. Die Programmierung, die sich auf den Dosenmann bezieht, produziert einen Monarch-Sklaven, der bei seinem Betreuer als eine gut geölte Maschine angesehen wird. US-Senator Alan Simpson, einer der Übeltäter des Monarch-Programms, bezog sich auf die Dosenmann-Programmierung, wenn er einem Sklaven erzählte, das sind nur leere Hüllen, deren Leben, die sie einst besessen haben, genau wie deines leer und leblos. Manchen Opfern wird der Mut genommen. But I could show my prowess, be a lion, not a mouse, if I only had the nerve. I'm afraid there's no denying, I'm just a dandelion, a fate I don't deserve. Und klappe deine Hacken dreimal zusammen. Und sage zu dir selbst, es ist nirgends besser als daheim. Schlag die Haken zusammen und sei dort im Nu. Kommt sowohl im Film als auch in der Programmierung vor. Militär-Monarch-Sklaven wurde besonders beigebracht, mit ihren Haken zu klicken. Joseph Mengele, Dr. Black, Michael Aquino und andere mochten es auch mit ihren Nazi-Stiefeln die Haken zusammenschlagen, während sie Kinder programmierten. Die Schlüssel und Auslöser, um den Wechsel der Persönlichkeit zu erzielen und um dann Befehle zu geben, beruhen häufig auf dem Zauberer von Oz-Material. Besser als daheim. Der Besitzer eines Monarch-Sklavens könnte solche Stichwörter benutzen, die auf dem Zauberer von Oz basieren. Solche wie, es gibt ein paar magische Schuhe, die zu dem Kleid passen würden. Etwas Auffällendes, um dich schneller zu transportieren, als die alten weinroten Pantoffeln. Monarch-Opfern kommt es vor, als wenn sie während der am Kopf durchgeführten Elektroschock-Behandlungen ihr Gedächtnis verlieren und es werden dissoziative Störungen hervorgerufen. So ist es auch nicht merkwürdig, dass die Illuminati die Vogelscheuche vom Zauberer von Oz einsetzen, um durch eine Elektrofirma für den Super Bowl Werbung zu betreiben.